Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Vielen Dank für alle neuen Abonnenten und danke an die, die mir schon lange die Treue halten. Ich habe wieder ein mega Körbchen aufgebrauchtes Masken ohne Ende und hier ist auch noch ein kleines Körbchen. Anfang des Monats denke ich immer, naja, diesmal kommt nicht viel zusammen, aber am Ende des Monats ist das Körbchen immer rammelvoll. So, dann habe ich wieder mein Spähwaschmittel aufgebraucht. Das habe ich gerne. Man kriegt auch wirklich den Schmutz raus. Dazu nehme ich immer den Weichspüler von Softlan, Vanille Orchidee. Die waren mal im Angebot, ein großes Set mit Körbchen und sowas. Daher habe ich den. Ich habe ja sonst einen anderen. Dann habe ich eine Balea Creme Handseife, Sense of Magic, das war eine Limited Edition, mit Beeren und Vanille. Roch gut, hat mir gut gefallen. Nachkaufen würde ich es jetzt nicht, weil ich noch zu viel anderes habe. Es ist jetzt teilweise alles vollgefüllt, die kleinen Seifenspender mit diesem Nachfüllpack. Das waren auch Beeren und Vanille. Gleich mal gucken hier. Beeren und Vanille. Einmal die Verpackung, einmal die. Gut, Verpackung war anders. So, hier waren auch 500 Milliliter drin. Dann habe ich noch ein Isana Haarspray. Stärke 5. Das brauche ich immer. Das muss ja alles richtig halten. Dann eine Intimwaschlotion, 300 Milliliter von Avon. Die war mit Vitamin E, pH-neutral für den Intimbereich. Die kaufe ich mir auch immer wieder nach. Genauso wie mein Gesichtsreinigungsmittel Avon Care mit Gurke und Avocado. Das darf auch nicht fehlen. Habe ich mir schon wieder neu bestellt. Habe ich ein Fixing-Spray von Catrice gehabt. Das war auch in Ordnung, waren 50 Milliliter drin. Anti-Shine ist auch super. Dann habe ich noch aufgebraucht, eine Bürste. Stand auf einmal so auf dem Waschbecken. Ich weiß nicht, ich denke mal, meine Tochter hat das für irgendwas benutzt. Ich weiß nicht, was sie sauber gemacht hat. Sie war es nicht, also es war niemand in der Familie, der das so hinterlassen hat. Also kommen wahrscheinlich immer irgendwelche Geister oder Kinkies, die jetzt hier einfach meine Handbürsten schmutzig machen. Dann habe ich noch von Isana ein Duschschaum mit Mandelöl, Orangen- und Vanilleduft. War auch ein schöner, fruchtiger Duft. Würde ich mir wieder nachkaufen. Hat mir gut gerochen. Waren 200 Milliliter drin. Dann habe ich wieder ein Schaumbad leer bekommen. 500 Milliliter. Mit weißem Pfirsich und vanilliger Orchidee. So. Dann habe ich noch eins. Good Night Tension. 500 Milliliter Schaumbad von Avon. Ist auch leer gegangen. So, dann habe ich noch eine kleine Pflegecreme, die leer gegangen ist von Isana. Die mag ich auch sehr gerne. Die sind unter einem Euro noch. Und da habe ich noch einige. Es war eine limitierte Edition. Und die hole ich mir auch jedes Mal, wenn es was Neues gibt, nehme ich die mit. Dann hatte ich von Dresdner Essenz ein Duschgel gehabt. Nachweislich 24 Stunden Feuchtigkeit. Gut, das merke ich nicht. Ich creme mich ja trotzdem nach dem Baden jedes Mal ein. Das war mit Bio-Aprikose und Minze. Und ich dächte, es war in einer Apothekenbox. Dann habe ich eine Nagelfeile. Die mochte ich nicht mehr. Irgendwie war die nicht besonders toll. Die sortiere ich jetzt aus. Dann habe ich einmal Sensodyne. Für freiliegende empfindliche Zahnhälse. Die ist auch leer gegangen. Dann habe ich von Mermaid and Me
eine Haarmaske. Die roch sehr stark nach Orchidee, also so richtig beißender Geruch, also Orchidee pur. Nee, nicht Orchidee, Magnolie, genau, Magnolie. Also das ist so ein stechender Geruch, aber die Haarmaske war richtig toll. Richtig weich, richtig pflegend. Man brauchte danach nicht noch mit irgendeiner Kur oder sowas reingehen oder Glanz. Also hat mir wirklich sehr gut gefallen. Die hatte ich, glaube ich, mal in einem gewonnenen Paket. Dann habe ich ein Isana Zuckeröl Peeling gehabt. Das war auch mit Macadamiaöl und Orchideenduft. Das war auch eine limitierte Edition, die habe ich geschenkt bekommen zum Geburtstag, habe ich leer gemacht. Nochmals vielen Dank. So, weiter geht's. Es war ein kleiner Zwischenfall mit der Katze wieder. So, dann habe ich hier ein Victoria's Secrets Temptation Körperspray. 250 Milliliter, das hatte ich geschenkt bekommen. War ein schöner, frischer Duft. Hat mir sehr gut gefallen und ich bin jetzt wirklich froh, dass es alle ist. Dann hatte ich ein Micellenreinigungswasser. Hier waren 400 Milliliter drin. Das hat wirklich sehr lange gedauert, ehe ich das jetzt leer bekommen habe. Mit Lavendel 3 in 1 Reinigung, Make-up-Entferner und Gesichtswasser. Ich würde es mir jetzt nicht unbedingt nachkaufen, aber wie gesagt, der Preis ist halt unschlagbar bei Balea. Es war aufschäumend, also man brauchte wirklich wenig auf den Wattepad. Apropos Wattepad, habe ich auch einmal aufgebraucht von Evelyn von DM. Ich muss sagen, die von DM mag ich gar nicht so gerne. So, dann habe ich noch von Isana Happy Sundays eine Limited Edition mit Mango und Passionsfrucht. Hatte meine Tochter aufgebraucht. Sie liebt ja diesen Mango-Duft. Dann hatte ich noch einmal ein Shampoo mit grünem Apfel für leicht fettendes Haar und trockene Spitzen. War okay. Hatte ich gewonnen. Zu Silvester haben wir ein paar Spielchen gemacht und da war das mein Gewinn. Oder der Gewinn von meinem Mann. Jedenfalls haben wir es mit aufgebraucht. So, dann habe ich diese schöne Balea Copacabana. Kleiner Sol de Janeiro Tube. Ist extra hier so eine Schutz. Das riecht immer noch. Ich liebe ja diesen Duft. Und ist jetzt schon der zweite Napf, der leer ist. Also von diesen habe ich noch mal zwei. Und nochmal in der Form, in etwas dunkleren, wie sagt man, in einer dunkleren Farbe. Was es genau ist, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich muss sagen, ich bin da wahrscheinlich auch froh, wenn das alles mal leer gegangen ist. Daher nehme ich zwischendrin immer mal noch was anderes mit. Dann hatte ich ein Biotherm Homme Rasier Schaum. Nämlich hatte ich für die Beine benutzt, weil mein Mann rasiert sich nicht mit Rasierschaum, der nimmt immer das Haarschneidegerät und rasiert sich damit kurz. Kriegt auch keine Pickel im Gesicht. So, was haben wir noch Schönes? Dann habe ich noch etwas Haarpflege von Avon Techniques. Oh, was haben wir hier? Das ist für trockene Enden ein Haarpflegeserum. Wird man dann auch sehen in meinem Favoritenvideo. Ich mag das wirklich sehr. Das glänzt dann im Haar und ist gegen trockene Spitzen. Pflege, Öl, braucht man wirklich zwei, drei Pumpstöße und dann knetet man das so ein bisschen ins Haar. Dann hatte ich noch ein kleines Deo-Spray. Möchte mein Sohn nicht wieder haben, hat ihm nicht gefallen, dieser Duft. Dann habe ich noch eine Bodylotion aus den Avon Spa Adventskalender würde ich mir jetzt nicht wieder nachkaufen. Ich habe es einfach mit benutzt, damit es leer geht. Ist einfach, ich mag es nicht unbedingt. Dann eine Isana Shampoo mit Argan, Öl und Pflege gegen extrem strapaziertes und trockenes Haar. Also meine Tochter hat gesagt, das ist das beste Shampoo ever. So hat sie sich ausgedrückt. Und mal gucken, ob es sowas noch gibt, ob man sowas noch nachkaufen könnte. Dann habe ich noch ein
Duschgel von Jill Sander. Das war mal wie so eine Probe. Simply ist ein sehr starker Duft. Habe ich schon Ewigkeiten. Blumig ist der auch. Ich dachte, das müssen wir jetzt mal leer machen, bevor es kippt. Dann hatten wir hier noch ein Duschschaum. Das hatte ich mal meiner Tochter geschenkt. Da hat sie mehrere zusammen gehabt. Ich glaube, fünf, sechs Stück waren da drin. Verschiedene Düfte. Und der eine ist jetzt leer gegangen. Dann hatte ich noch ein Axe Dark Temptation Deo-Spray von meinem Sohn. Das hat ihn gut gerochen. Das würde er gerne wieder haben wollen. So, dann habe ich noch ägyptische Magie. Das war mal in einer Douglas-Box. Falls sich noch jemand erinnert, Douglas-Boxen gab es vor circa 7 Jahren und jetzt ist es leer gegangen. Das war wirklich so eine fettende Creme, die riecht echt ranzig jetzt schon. Und wir haben es jetzt auf die Ellenbögen drauf gemacht und auf die Knie von meiner Tochter und jetzt ist es leer. Gott sei Dank. Dann hatte ich noch einmal von Douglas Home Spa Liang Liang ein Körperpeeling oder auch so ein Zuckerölpeeling. Das roch gut. War okay, ne? Dann habe ich von Max Factor ein Puder gehabt. Pastel kompakt. Es ist jetzt endlich alle. Schon kaputt der Deckel. Es ist leer. Ich habe es dann noch zum Setten genommen. Jetzt für den Sommer. Und ich bin froh, dass es leer ist. Ich glaube, ich habe noch 2 Stück im Backup. Dann habe ich aus einer Glossy Box James Reed eine Schlafmaske mit Bräunungseffekt. Genau, so klingt es gut. Eine Schlafmaske mit Bräunungseffekt. Ich habe es natürlich nicht ins Gesicht gemacht. Das traue ich mir einfach nicht. Habe es mir auf die Beine gemacht. Naja, ist immer schwierig, das gleichmäßig zu verteilen. Aber wie gesagt, ich benutze ja alles und naja. Genau wie hier hatte ich in einer Gewinnbox Mimitika. Das war auch so eine, wie sagt man, eine Bräunungscreme. Habe ich auch nur aufs Bein, hat für einmal gereicht, also für zwei einzelne Beine, ein paar Beine hat das gereicht. Und okay, hat so lange gehalten auf den Beinen. Dann hatte ich noch von Mood Musky, das war auch meine Glossy Box drin, gegen dunkle Augenringe. Hat jetzt mir überhaupt keinen Effekt gebracht. Also es war jetzt nicht unbedingt toll. War zwar schön, mit das aufzubrauchen, aber sonst so die Aktivkohle war relativ grob und wenn man das dann auf dem Auge hat, war es nichts. Dann ist noch leer gegangen ein Rosenwasser von Ahavan, ein Gesichtswasser, das liebe ich ja auch. Hier sind allerdings nur 100 Milliliter drin. Kaufe ich auch gern wieder nach, wenn es im Angebot ist. Dann ist ein aus der Clean ID Serie ein Primer. Genau, Primer war das Wort. Der war sehr schön. Der hat schon ein bisschen abmattiert und war ähnlich wie eine BB-Creme. Also man hat schon ein bisschen eine Abmattierung gesehen. Also wenn man sagt, man möchte sich jetzt nicht schminken, war das Teil ideal. Gibt es glaube ich auch nicht mehr. Und der hat eine Größe von 50 Millilitern gehabt. Also war auch sehr ergiebig. Dann habe ich hier von Color Trend von Avon eine farblose Mascara. Die ist schon absolut. Bleh. Also, ich habe es jetzt einfach mal aussortiert. Jetzt ist Schluss. Dann habe ich noch von Biotherm ein Live Plankton Elixier zur Pflege. War gut, ist auch gut eingezogen in die Haut. Hat mich gefreut, dass ich das bekommen habe. Dann hatte ich noch von Ahuhu, ein Haarserum. Das tut man dann ins Haar einmassieren, nach der Haarwäsche noch ins leicht feuchte Haar unten so rein. Ich habe es einfach mit aufgebraucht. War okay. 10 Milliliter waren drin. Und dann habe ich von Rival Loves Me ein Color Correcting Concealer wasserfest. Also ich muss sagen,
Das war der beste Concealer, den ich jemals benutzt habe. Den werde ich mir auch beiseite stellen, dass ich mir den wirklich nachkaufe. Aber ich habe noch 6 oder 7 Stück im Backup. So, die Boxen sind leer. Und jetzt habe ich noch zu guter Letzt, ich beeile mich, dass wir da ruckzuck durch sind. Dann habe ich von Balea Spliss Protection Shampoo. Das war meine Probe, die habe ich mitbekommen, als ich bei DM eingekauft habe. Dann hatte ich das Badesalz, You Are My Other Half. Das roch gut, würde ich mir jederzeit wieder nachkaufen. Dann ein uralt Bade Perlin Zusatz von Isana, deine Glückszeit, das hatte ich mal meiner Mutti geschenkt. Sie hat jetzt ihr Bad umgebaut oder meine Eltern haben sie ihr Bad umgebaut. Die hat jetzt nur noch eine riesengroße Dusche und hat mir das wieder zurückgeschenkt. So, ich habe es natürlich benutzt und es roch noch richtig toll. Mit einem blumigen Duft, hier drauf ist eine Lilie, ja, genauso hat es gerochen. Dann hatte ich von Kneipp Zeit zu feiern, Badekristalle. War auch okay, würde ich mir jederzeit nachkaufen, genau wie die Isana Butterfly Badekügelchen. Aber ich glaube, die gibt es nicht mehr. Das war eine Limited Edition. Dann hatte ich japanische Kirschblüte. Das hatte ich aus der Apotheke für 1,29. Schaut dort auch gerne mal in die Apotheke. Die haben richtige, außergewöhnliche Badezusätze manchmal noch mit hängen oder stehen, was man so in der Drogerie gar nicht bekommt. Oh, gut. Kirschblüte riecht wirklich lecker. So, dann habe ich ein Flop-Produkt von der Eigenmarke von Müller aus der Müller-Drogerie. Das sind die Hydrogel Augenbett, Hyaluronsäure und Aloe Vera von Cadea Vera. Also, das ist ja die Eigenmarke. Also, ich habe nichts gemerkt. Überhaupt nicht. Man konnte es auch bloß einmal benutzen. Im Normalfall benutzt man die auch bloß einmal. Aber in diesen hier ist immer richtig viel Pflege drin von Balea. Und dann nehme ich es immer zweimal hintereinander. Oder morgens und abends und den nächsten Tag wieder. So lange reicht das. Soll man zwar nicht machen, aber ich mache es. Ist meine persönliche Meinung. So, also die waren nicht gut. Würde ich mir nicht wieder kaufen. Ich habe jetzt noch ein paar da, weil ich habe mich komplett durchgetestet habe bei Müller. Und ja, die würde ich nicht wieder kaufen. Die auf jeden Fall. Dann hatte ich ja gesagt, den Cucumber Augenbets von Action gebe ich nochmal eine Chance. Die waren diesmal wirklich besser. Entweder habe ich das letzte Mal irgendwas falsch gemacht. Ich würde die auch wieder probieren und nochmal ein zweites Mal testen, ob die auch so gut sind. Und ja, hatte ich das letzte Mal eine, wie sagt man, als Flop-Produkt bezeichnet. Ich hatte jetzt nochmal welche drinne gehabt in der Überraschungsbox und da hatte ich die benutzt und war diesmal zufrieden. Dann habe ich was richtig Tolles von Luvus Naturkosmetik und Heilerde. Hier war zum einen eine Zwei-Phasen-Reinigungsmaske und ein Lifting-Booster. Leute, wo kann man das noch kaufen? Das war richtig toll. Das war richtig toll. Hatte ich auch in einem Überraschungspaket gehabt. Ich glaube, von der Belladonna This is Life war es, glaube ich, mit drin. Also richtig toll. Würde ich sofort nachkaufen. Dann hatte ich noch das gefunden in meinem Schrank. Ja. Hatte ich mit benutzt, war schon relativ alt und gut. Dann hatte ich noch eine Beauty-Maske, ein Pflegebooster, eine Gelmaske, die war auch in Ordnung. Ich mag ja auch die Masken, die man selber dosieren kann. Ich habe da so ein Maskenpinsel, da kann man das schön auftragen, weil Gesichtsmasken ist immer so eine Sache, kosten so 1 Euro bis 2 Euro und man kann sie halt immer bloß einmal benutzen. Die Peel-Off-Maske war jetzt nicht meins. Mit Glitzer. Ich habe ja nichts gegen Glitzer, aber hier war auch grober Glitzer drin. Das hing dann überall. Das hing hier, das hing da, das hing in der Wanne, das ging gar nicht wieder ab. Also würde ich mir jetzt nicht unbedingt nachkaufen. Dann hatte ich von Gardea Vera eine Boostermaske mit AHA und BH-Säuren. Eine limitierte Edition. Es roch nach Orange. Also die fand ich wiederum richtig gut. Die würde ich wieder nachkaufen. Hier habe ich noch eine Isana Verwöhnmaske mit Vanille, Hyaluron und Aloe Vera kriegt auch eine Kaufempfehlung. Auch diese Maske, Wild and Hard von der Müller Eigenmarke, bekommt von mir auch eine Kaufempfehlung. Genau wie diese vom Action. Ist halt mit Hafer. Und wie gesagt, mir riecht das immer wie karamellisiertes Popcorn. Und
hatte ich mir jetzt auch gleich wieder nachgekauft. Dann habe ich noch so ein paar Spaßmasken. Die nimmt ja immer meine Tochter. Von Pflege ist da nicht viel zu sehen, aber wie gesagt, es erfrischt die Haut und das liebt sie halt. Dann haben wir hier noch eine mit Schweinchen drauf. Ich finde sie halt einfach auch lustig. Dann hatte ich von Schäbens eine Maske. Ich muss sagen, die roch auch so eklig. Boah, wie die damals von Avon. Aber die war gut. Die war gut. Also am besten nur durch den Mund atmen, Nase zu und dann funktioniert das perfekt. Und dann diese war, glaube ich, in einer Glossybox drin. Die war auch richtig toll. Würde ich kaufen, wenn ich sie hier irgendwo bekommen würde. Dann hatte ich hier eine Gesichtsmaske von Action. Die war auch gut. Obwohl ich so die Spaßmasken jetzt immer nicht so ganz so toll finde, aber die war richtig toll. So, dann hatte ich noch eine Handmaske und ich dachte, es ist eine Gesichtsmaske. Hatte die mir schön bereitgelegt in der Badewanne. Auf immer gucke ich rein. Oh nein, das ist für die Hände. Naja, da war es den Tag nichts mit Gesichtsmaske. Dann hatte ich halt die Hände gepflegt. Danach, nach dem Baden. Zu guter Letzt noch zwei Fußmasken. Kaufe ich auch immer wieder nach bei Action. Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach top. Als allerletztes Produkt einmal Feuchttücher, die benutzt meine Tochter, wenn sie so Schminken übt. So, das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, ein Abo, aktiviert das Glöckchen. Ich mache immer unregelmäßig die Videos, meistens, also es ist ja immer geplant, Dienstag und Donnerstags. Aber wenn mir noch was anderes einfällt, dann lade ich zwischendurch noch was hoch. Ja, schaut einfach rein und es wäre schön, wenn ihr mir ein Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!